Hallo YouTuber, hier ist Gamer Hunter und heute zeige ich euch mein lichtverflüchtigtes Deck, das allerdings auch nordische Monster beinhaltet. Es sind 19 Storm of Ragnarok und einfach darauf gebaut ist, seine Synchro-Monster zu rufen. Und Urteilsmacher. Wir fangen gleich mal mit der Standardausrüstung an, nämlich dreimal Ryko. Das gehört einfach in jedes Deck rein. Wirklich. Es ist so mächtig. Glaubt mir. Dazu muss man nicht viel sagen. Generell muss ich zu den meisten Karten nicht besonders viel sagen, wie zum Beispiel zu dieser hier. Also, ich glaube, wer fragt, was diese Karte für einen Effekt hat, ich glaube, der spielt nicht so lange Yu-Gi-Oh! Dann haben wir dreimal Nordische Valkyrie. Bei der ist die Frage schon ein bisschen berechtigter, was sie kann. Sie hat eigentlich einen gar nicht mal so schlechten Effekt. Sie kann nämlich zwei Einherjar-Token speziell beschwören, wenn sie aufs Feld gerufen wird als Normalbeschwörung, während man selbst keine anderen Karten kontrolliert, indem man zwei andere nordische Aszendentmonster aus seiner Hand aus dem Spiel entfernt. Diese Einherjar-Token sind Level 4, haben 1000 Angriff- und Verteidigungspunkte und sind von Typ Krieger und haben das Attribut Erde. Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht, nur leider sind in dem Deck nur diese Valkyrien drin. Also, und die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man die alle drei auf der Hand hat, konzentriere ich mich in dem Deck eher darauf, sie in den Friedhof zu legen und sie mit Karten wieder zu beschwören. Oder sie mit Gleipnir oder Sangan auf die Hand zu nehmen. Sangan ist auch gleich die nächste Karte in meinem Deck, die, wie gerade eben schon gesagt, sich meistens die Valkyrie auf die Hand sucht, damit man Synchromonster beschwören kann. Allerdings kann man sich auch andere Karten suchen, wie zum Beispiel Lumina. Ja, Lumina gehört auch in jedes lichtverflüchtigte Deck rein. Wer das nicht macht, ist dumm. Einfach nur dumm. Lumina ist leider auf 1 wegen der neuen Banlist. Konami, ich hasse euch. Aber einerseits habt ihr damit einen guten Schritt gemacht, weil Lumina ist einfach zu übermächtig. Dann haben wir Sei Honest, ein Ghost, einen Ultra. Den Ultra Honest kennt man aus dem Twilight Pack. Den anderen Honest. Coverkarte von Night of Destruction. Ich glaube, bei der Karte muss man auch nicht dazu sagen, was sie genau kann. Also. Dann haben wir dreimal Layla, die in Verbindung mit Celestia, prächtige Illusion, wirklich böse ist, einfach nur böse. Ja. Und Wolf ist leider manchmal ein Death Draw, aber weil in dem Deck auch dreimal Solar wieder Aufladung enthalten ist, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass man alle drei auf der Hand hat oder einen auf der Hand und keine Solar wieder Aufladung oder Lumina dazu kriegt. Einmal im Friedhof kann er immer wieder beschworen werden. Vom Friedhof kann er speziell beschworen werden, wenn er vom Deck auf den Friedhof gelegt wird. Das ist super geil. Dann haben wir dreimal Celestia. Mein Lieblingsstufe 5 Fee. Nach Thetis vielleicht. Thetis ist auch geil. Und nicht verpflichtet. Sie zerstört zwei Karten auf dem Spielfeldseite des Gegners, indem man nur die obersten vier Karten zu dem Deck auf den Friedhof legt. Und das wollen wir im nicht verpflichtet Deck. Genau. Dann haben wir hier die zweite Schlüsselkarte des Decks. Es gibt noch eine andere. Nämlich Urteilsdrache. In Ultimate und einmal in Gold. Ultimate kommt aus dem Turbo-Pack. War sauschwer zu kriegen. Das war's dann erstmal mit den Monstern. Jetzt kommen wir hier zu den Zauberkarten. Es wird Angriff der Lichtbrigade ein Secret Rare sein. Aus dem Set Duelist Genesis. Und da muss man auch nicht besonders viel dazu sagen. Nicht wirklich. Dann haben wir einmal Goldsarkophag. Sucht dann wahrscheinlich Gleipnir oder Valkyrie auf die Hand. Oder was anderes, was man je nach Situation braucht. Wie zum Beispiel Solar wieder Aufladung für Wolf, wenn man jetzt wirklich einmal eine schlechte Hand hat. Solar wieder Aufladung ist einfach auch die Standard-Zauberkarte, die man nicht erklären muss.
Dann haben wir Törichtes das Begräbnis für Wolf. Törichtes das Begräbnis legt ein Monster vom Deck auf den Friedhof. Wahrscheinlich Wolf. Wiedergeburt, die gute alte Wiedergeburt, die jetzt wieder erlaubt wurde. Die kennen sogar Leute, die nicht Yu-Gi-Oh! Spielen. Beschränkungsumkehr. Meine Lieblingskarte, um Valkyrie vom Friedhof wieder zu beschwören. Einfach nur geile für Synchros. Dann haben wir hier Gleipnir, die Fessel für Fenris aus dem neuen Set Storm of Ragnarok, mit dem man sich einfach so einen nordischen Monster vom Deck auf die Hand holen kann. Ist das nicht geil? Ah, genau, dann haben wir nordische Reliquie Mäginjund. Eine Secret Rare Card aus dem neuen Set. Ich hatte Glück. Die Grund-ATK und Death von einem Nordisch- oder Asenmonster auf dem Spielfeld verdoppelt. Nicht schlecht, die Sache hat nur einen Haken. Das Monster kann den Gegner in dem Spielzug nicht direkt angreifen. Vielleicht lässt sich ja noch ein bisschen über die Regeln streiten, ob man danach noch ein Honest auf das Monster aktivieren kann, aber darüber könnt ihr diskutieren. Nordische Reliquie Mäginjund. Ich lese euch mal den Effekt vor. Wähle ein offenes Asen- oder nordisches Monster, das du kontrollierst. Seine ATK und Death werden bis zur Endphase zu dem Doppelten seiner Grund-ATK und Death. Das Monster kann deinen Gegner in diesem Spielzug nicht direkt angreifen. Was sagt er? Geht danach noch Honest oder nicht? Wahrscheinlich geht's eh, aber ich will es nicht riskieren. Dann haben wir dreimal prächtige Illusion. Ein Ruf der Gejagten für Licht verpflichtet Monster. Und noch besser, er legt während jeder Endphase zwei Karten vom Deck auf den Friedhof. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann Ruf der Gejagten, die klassische Karte, auch lange, lange verboten. Ist wieder erlaubt. Ist eine Fallenkarte, die sich während beider Spiele das Spielzeug aktivieren kann. Muss ich auch nicht sagen. Und dann haben wir noch Spiegelkraft, das letzte Fallenkarte. Muss man auch nicht großartig viel dazu sagen. Das war das Main Deck und das Extra Deck ist leider noch nicht ganz vollständig. Es ist nur Zweitbesatzung von meinem Extra Deck. Da haben wir Katastor gegen alle Nicht-Finsternis-Monster. Leider nicht sehr nützlich gegen Ewig Infernale oder Twilight Decks, aber wenn man einfach so mal ein Licht verpflichtet Monster vom Gegner loswerden will oder ein Urteilsdrachen einfach mal so keinen Bock drauf hat, ihn mit Zauberfeinkarten zu zerstören, benutzt Katastor. Oder auch gegen den Gojo-Wächter hier. Der beschwört nämlich ein gegnerisches Monster, das durch Kampf zerstört, einfach auf deine Spielfeldseite wieder in Verteidigung. Auf meine, Entschuldigung. Dann haben wir hier noch eine Karte aus dem neuesten Set, Vylon Delta. Sie ähnelt dem Ancient Fairy Dragon von den Werten her. Ist leider noch ein bisschen schlechter. Und kann während jeder Endphase, wenn sie offen auf dem Spielfeld liegt, im Verteidigungsmodus sich eine Ausrüstungskarte auf den Weg auf die Hand suchen. Das kann manchmal ganz nützlich sein, wenn man ein Zwillingsdeck spielt, aber ansonsten auch nicht wirklich. Ich kenne die Effekte von den anderen Weilon-Karten noch nicht. Hier Ancient Fairy Dragon aus dem Set Ancient Prophecy. Ist einfach nur wegen seinen Werten gut und wegen dem Effekt. Es gibt eine lustige Kombination, wenn man den Effekt aktiviert und einen Wurf auf seine Handspitze herbeschwören will. Der Gegner aktiviert bodenlose Fallgrube, während Skill Raid auf dem Feld liegt. Das würde dann auch sogar noch gehen, dass man den Wolf ruft. Stardust Dragon muss einfach in jedes Deck rein, da wer keinen Stardust Dragon in seinem Extra Deck spielt, wenn er mit Synchro spielt, naja, ist auch ein bisschen dumm. Black Feather Dragon ist nicht ganz so nützlich, nur gegen Burner, aber wer spielt heutzutage noch Burner? Die Metas haben Burner verdrängt. Jetzt mit Legendary Six Samurai. Das wird nichts. Noch ein Cyanide Dragon, nämlich Red Demons Dragon oder Rotdrachen, der Erzunterweltler. Ja. Jax Schlüsselkarte zerstört einfach so mal alle Verteidigungsmonster vom Gegner, wenn er angreift.
Hat aber leider auch einen Haken, dass alle Monster in deinem Spielzug, die nicht angegriffen haben, zerstört werden. Dann Verbündete der Gerechtigkeit Feldmarschall ist einfach nur da, wenn man mal Level 9, nicht Level 10 haben will. Tier Level 10. Odin, Vater der Asen, das absolut beste Monster aus dem Storm of Ragnarok nach Thor und Loki. Warte, beide sind gleich gut. Mit dem kann man mit Meganion wirklich sehr viel Schaden zufügen. Und er kann sogar eine Karte ziehen. Und ist von Zaubern fallen Karten unberührt. Ist auch nicht schlecht, Leute. Also bitte bewerten und kommentieren, bitte. Vorschläge sind gerne akzeptiert. Und ja, das war's dann eigentlich. Und hoffentlich hat das Deck euch zu Deckideen angeregt oder Verbesserungsvorschläge. Naja, Dankeschön. Danke fürs Zuschauen und bitte, bitte bewerten und kommentieren.